Einen kräftigen Applaus für die Legende Terence Hill. Gekommen sei. Und das macht mir eine große Freude. Wie? Ich habe immer Borussia Dortmund geschaut. Und dann, jetzt, ein Mann von Borussia Dortmund ist gekommen und hat mir das gegeben, er wusste, und ich bin offiziell ein Fan von Borussia Dortmund. Es freut mich sehr, hier zu sein und ich möchte euch erzählen, wie Bud Spencer und myself getroffen haben. Wann sind wir zusammen, wie sind wir zusammen? So, aber es ging so. Es war ein Film, da hieß die Katze, das Hund und die Fuchs, aber dann hieß der Gott vergibt, aber ich nie. Nur Django nie. So, dieser Film hat man gedreht in Spanien und die haben für eine Woche gedreht, aber dann der Spieler, der die Rolle von die Katze gemacht hat, hat mit seiner Freundin Krach gehabt und dann hat sich sein Fuß gebrochen. Dann vielleicht hat er ein Kick gegeben und sie hat so gemacht, hat die Wand genommen. Aber das war mein Glück. Weil schnell ist der Regisseur nach Rom gekommen und hat gesucht und fein empfangen. Und dann, ich war zu viel, dass er hat gesagt, du bist eine gute Katze. So, dann schnell, weil man hat nicht viel Geld gehabt in diesem damals. Kommt nach Madrid, haben wir im Flugzeug gekommen und dann schnell musst du auf den Set gehen, aber damals in Almeria, die Wüste, da war kein Flughafen, da war keine Autobahn, dann, ich habe die ganze Nacht in diesem Wagen gefahren, aber mit dem Treffer, immer die Straße waren so, nach 12 Stunden bin ich da gekommen und da sagte, hat mich gerade auf den Set gebracht und sagt, bleib hier und ist weggegangen. Die Crew war so 50 Meter weg und dann sehe ich zwei Frauen, die kommen und laufen zu mir. Und wenn die ja ganz nah hier sind, eine hat ein Handtuch genommen und hat es so gemacht und hat es hier in front of mir getan und sagte, zieh deine Hosen aus. Ich habe mir so geguckt und dann niemand war, wir waren in der Wiese, da war kein Trailer, gar nichts. Und dann hat sich meine Hosen angezogen und jetzt zieht ein Hemd aus, ein Hemd. Hat mir eigentlich eine Pistole gegeben, habe hier, da war ich ganz stolz, Hut und dann sagt, komm. Da komme ich und dann sagt er, ich sehe einen großen Mann und sagte, das ist der Hund, Carlo Bedersoli. Nice to meet you. So, und dann habe ich gesagt, was für eine Szene sollen wir machen? Ich hatte kein Drehbuch damit. Und dann habe ich gesagt, die erste Szene, was du beide machen sollst, ist eine Schlägerei. Ich sage, eine Schlägerei? Und Bud hat gesagt, du Kleine, hast du Angst? Ich sage, nein, du Dicke. Ich wollte bloß sicher sein, dass ich dich nicht weh tut, weil ich habe 16 Jahre geturnt und auch gestern war ich in einem, habe ich gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, ihr seid richtig eine Katze und ein Hund. So, das war das erste Mal und das war in die Wüste von Almeria, wo ich auch diesen Film, wie ihr seht, gedreht habe. Und das heißt viel für mich. Weil eigentlich Bud Spencer, das war das erste Mal, ich getroffen habe. Aber dann, wenn wir haben gesucht, einen Platz, wo man, ich möchte so, was die Leute erinnern, wie in Hitchcock's Movie, weil so dieser Haus, man sieht es immer. Und da waren wir fast sicher, aber ich war nicht ganz sicher, und dann gehen wir noch
weiter. Und dann hat mein Handy geklingelt und habe ich gehört. Und da war Carlos Pedersoli's Sohn Giuseppe, hat gerade gesagt, mein Vater ist gerade weggegangen. Da war ich ganz, ganz traurig, aber nach einer Minute, eine große Freude ist in mein Herz gekommen und ich sage, er ist hier mit mir, er sagt zu mir, mach keinen Unsinn, das ist der richtige Platz. Und dann habe ich diesen Platz gewählt für den Film. Die werdet ihr sehen.